Ich habe ja bereits ein Video zum FL200 gemacht. Und seitdem habe ich auch ein paar weitere Fotos gemacht mit dem FL300, der hier ist. Und heute im Video soll es darum gehen, was an Dauerlicht, an Dauerlichtleistung brauche ich? Ist es der 300er? Ist es der 200er? Reicht vielleicht sogar ein 60 Watt LED? Das ist die Frage, die es heute zu klären gilt. Und damit wir auch wieder ein schönes Intro haben, greifen wir einfach mal so ein bisschen die Shooting-Szenen der letzten Wochen auf und zeigen mal, was wir alles dann fotografiert haben. Halt, nicht der letzten Wochen. In den letzten Wochen haben wir gar nichts fotografiert. In den letzten Jahren. Das war gerade jetzt Thilos Idee und ich fand sie jetzt schon lustig. Gut, kommen wir zum eigentlichen Thema, der FL300. Über den möchte ich gar nicht so viel sagen. Also, um das kurz zu klären, es gibt wieder die Steuereinheit, das ist der FLC300, das heißt hier der Controller. Und es gibt eben hier den Kopf, der über diese Aufhängung ist, die man von oben als auch natürlich andersrum von unten befestigen kann. VL300 heißt, kommt saftig, saftig viel Bums vorne raus. Wir haben es auch mal überprüft. Den Unterschied sieht man jetzt gerade auf dem Display bzw. auf dem Monitor. Das ist die beiden Lichtmessungen vom 200er zum 300er. Ansonsten ist alles gleich. Das ist wieder das Ding, was hier mit Akkus gestückt werden kann und was auch über Akkus, über V-Mount-Akkus befeuert werden kann. Und hier normale Steuereinheit, richtig großer Kühlkörper, weil er auch ein sehr, sehr, sehr leiser Dauerleuchtkörper ist. Dauerleuchtkörper. Also, über den VL300 müssen wir nichts sagen. Klappt, ist toll, ist wirklich schön, damit zu arbeiten, sowohl Film als auch Foto. Die Frage ist, und die wollen wir auch so ein bisschen anhand des Gerätes klären, wie viel Leistung braucht man jetzt? Es gibt ja den VL300 als noch als 200er, es gibt noch als 150er, und es gibt darunter ja auch noch die kleineren 60 Watt zum Beispiel, jetzt ebenfalls von Skodox oder auch von anderen Firmen. Die Frage ist, sollte man immer nach dem Brauchen gehen oder sollte man auch mal weiterdenken nach dem Haben können oder haben wollen? Lichtsetzung. Ich glaube, unser Blog und unser YouTube-Kanal beweist, dass man für Lichtsetzung nicht sehr viel braucht. Man kann mit super geringen Mitteln tolle Ergebnisse erzielen. Ich glaube aber, oftmals kommt bei unseren Blog-Videos und bei unseren Tutorials generell nicht so ein bisschen die kritische Sache mit zum Tragen, dass man nämlich schon ein bisschen arbeiten muss, um mit den kleinen Mitteln diese Ergebnisse zu erzielen. Das heißt, man muss schuften.
Wenn man mit 60 Watt ein Porträt ausleuchtet, dann kann man eben kein Licht vergeuden. Das als bestes Beispiel. Man muss das Licht genau dorthin bringen, wo man es braucht. Fotografiere ich ein Porträt und der Anzug, den will ich nur bis hier drauf haben, weil da die Krawatte ist und es soll hier aufhören, dann leuchte ich nicht 20, 30 Zentimeter drunter aus, weil dieses Stück, das kostet mich ja Energie. Und was hier vorne rauskommt, das sind diese 300 Watt, aber das kann man sich vorstellen wie im Endeffekt, ich mach's mal an einem anderen Beispiel. Wir haben ja hauptsächlich Männer, aber ich glaube auch Frauen können natürlich diesen Witz verstehen. Wenn ich eine Kiste Bier habe und ich möchte eine rattig krasse Party machen und ich lade mir 100 Gäste ein, dann wird das eher nichts mit der Party. Wenn ich jetzt nur meinen besten Kumpel einlade oder die beste Freundin und wir haben die Kiste Bier und wir machen die alleine weg, dann ist das ganz schön lustig vielleicht irgendwann am Ende. Bedeutet, die Menge Bier ist da nicht ausschlaggebend dafür, wie die Party wird, sondern eher vielleicht, ob es ausreicht oder ob es viel zu wenig ist. Und genau das gleiche System gibt es beim Licht eben auch. Wenn ich wenig Licht zur Verfügung habe, dann kann ich damit super toll fotografieren und super toll ausleuchten, aber ich muss eben kämpfen, genau das zu machen, was ich wirklich nur brauche. Ich bin ja ein Fotograf, ich gebe das ganz offen zu, ich suche auch manchmal so ein bisschen nach den Bildern. Ich habe eine Eingangsidee und die Eingangsidee, die leuchte ich aus. Und dann probiere ich aber immer so ein bisschen rechts und links des Weges zu gucken. Und das wird schwerer, wenn ich weniger Leuchtleistung habe, weil dann leuchte ich nur das aus, was ich als Anfangsidee habe. Drumherum ist dann fast schon dunkle Nacht. Und wenn ich dann probiere, irgendwas anders zu fotografieren, dann klappt es nicht, weil es da eh schon dunkel ist. Also ich arbeite sehr viel mit gerichtetem Licht. Ich arbeite sehr nah. Ich habe die Möglichkeit, gar nicht mehr ein bisschen weiter wegzugehen, weil die Lichtquelle zu nahe steht. Wenn ich mehr Leistung zur Verfügung habe, dann wird das Bild nicht dadurch besser. Aber das Fotografieren wird einfacher. Und ich bin der Meinung, dadurch können wieder die Bilder dann besser werden. Also, um das Ganze hier an dem Punkt abzuschließen, weil ich möchte es auch nicht zu lang werden lassen. Wie gesagt, wir haben den VL200 schon vorgestellt. Der VL300 ist das gleiche, die gleiche Qualität, nur in stärker mit genau dem, was wir auch vom 200er kennen. Und wir können gerne hier das 200er Video auch nochmal verlinken an der Stelle. Ich finde, es ist das Dauerlicht meiner Wahl aktuell. Weil je mehr Leistung, umso besser, weil umso angenehmer für mich. Und nochmals, es ist nicht gebraucht, aber es entspannt das Fotografieren und es gibt mehr Möglichkeiten. Aktuell, wenn es darum geht, ein Dauerlicht zu haben mit Bowens Mount, also wo Softboxen und Reflektoren mit dem Mount von Bowens dran gehen, finde ich das so sehr sexy, auch für den Preis. Tschüss. Zu Charlie Chaplin und so Pianomusik. So Pianomusik mit so einer Schnörkelschrift am Eingang. 2020. Genau das. Machen wir.